bin zu Hause. Bitte keine Nachnamen vom Schalbeschall. Ein Hund. Hey, du bezahlt. Natürlich. Dann kannst du doch mal. Bitte jetzt. Du die nächste Kerze anmachen. Ja, mittlerweile habe ich Hass. Mittlerweile habe ich Hass, weil es halt schon so lange her ist und er äußert sich nicht und er deckt sich nicht auf. Und ich wollte eigentlich mal an ihn appellieren, dass er sich stellen soll. Es wäre für ihn besser vielleicht auch und er würde uns damit eine ganze Menge helfen. Also ich denke mal, wir haben es so eingerichtet, weil wir vermuten, dass der Fahrer hier im Umkreis wohnt. Und dass er, wie gesagt, jeden Tag, wenn er hier vorbeifährt, daran erinnert wird. Natürlich, wir hoffen. Wir hoffen immer. Wir werden auch nach 5 Jahren noch hoffen. Wir hoffen immer, dass jemand gefunden wird, der sich dazu bekennt, dass er es gemacht hat. Und ich finde, das sind wir eigentlich dem Christian schuldig. Denke ich. Ja, das ist eigentlich ein trauriger Ort hier. Dass es sagen wir, auch einen Menschen gibt, der anscheinend kein Gewissen hat und dann einfach weitergefahren ist und sich auch jetzt, bald 3 Jahre danach, sich auch nicht meldet, um auch vielleicht sein Gewissen zu erleichtern, wenn er denn eins hat. So, für uns ist es immer, sag ich mal, was Besonderes, hier vorbeizufahren, allerdings nichts besonders Schönes. Und dann bitte rangehen.
Danke. Sie können kommen, bitte. Na, die Nachricht haben wir morgens bekommen, um 7 Uhr ungefähr, 7 Uhr. Da ist die Polizei dann bei uns aufgetaucht und hat uns dann, sagen wir mal, diese Nachricht dann übermittelt. Ja, das war natürlich, sagen wir mal, eigentlich der schlimmste Tag, glaube ich, in unserem Leben. Ja, also ich denke mal, der war, mein Sohn war immer unheimlich fröhlich. Fröhlich und ausgelassen, hat sich über alles Mögliche gefreut. Er war auch so ausgelassen, hat gesagt, ich gehe jetzt. Und ich habe dann noch gesagt, ja gut, soll ich dich abholen, soll ich dich nicht abholen? Ach, Mama, weil ich bin keine 3 Jahre. Du, ich komme schon nach Hause, warte einfach auf mich. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und morgens um 6:30 war die Tür oben zu seinem Zimmer immer noch offen. Da habe ich gesagt, der ist noch nicht da, ist merkwürdig. Ich sag mal, zuerst ist es eigentlich unverständlich, sagen wir mal, dass sich diese Person nicht meldet, weil das ist ja auch eine Belastung für den Täter. Aber wenn sich denn gar nicht mehr meldet oder diese Person sich nicht meldet und sich nicht stellt, um vielleicht auch das eigene Gewissen zu erleichtern, weil diese Person hat ja immerhin ein Leben, ein Menschenleben ausgelöscht. Ja, und dann kommt nichts, sagen wir mal, das ist schon eigentlich schon erschreckend. Heute, sagen wir mal, ist natürlich, mischt sich natürlich unter dem, ja, mischt sich darunter sicherlich auch eine Portion Wut. Und ich denke, junge Menschen, da zieht das Geld, doch. Deshalb habe ich das gemacht und deshalb haben wir es gemacht einfach. Für uns gibt es nicht so große Möglichkeiten hier. Wir versuchen, alles Mögliche auszuschöpfen. Uns sind eigentlich auch die Hände gebunden. Und das mit der Belohnung, das war im Grunde eine letzte Möglichkeit. Ich möchte einfach Gerechtigkeit. Und es war einfach ein Unfall, es war ein ganz schwerer Unfall. Wenn man sich sofort gestellt hätte, man hätte damit, ja, ich will nicht sagen, man kann damit nicht leben, aber es war einfach ein Unfall. Es gibt Mitwisser, mit Sicherheit, weil es bestimmt jemand gewesen, der jemanden nach Hause oder mehrere nach Hause gefahren hat. So stelle ich mir das vor. Wir machen uns ja auch viele Gedanken. Und nun weiß ich nicht, natürlich nicht. Einer will den anderen nicht in die Pfanne hauen, klar. Aber ich denke doch, die Erhöhung der Belohnung, da wird was nachkommen, denke ich schon. Irgendjemand weiß was. Und vielleicht, es dauert vielleicht ein bisschen Zeit. Es hat jetzt bis fast Oktober 3 Jahre gedauert. Es wird was kommen. Ich denke schon. Ich hoffe das.